Hallo Hallo. Sabine! Hallo, Hallo. herzlich willkommen! Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid und dass wir uns heute treffen. Das freut mich sehr zu meinem Partyline-Roulette. Ich finde das ja so schön. Mir macht es so viel Spaß. Ja, nette Partyline-Menschen vorzustellen und Menschen, Interessenten halt auch uns Partyland-Berater so ein bisschen vorzustellen. Und von daher mega, 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 dass ihr heute Lust habt. Eigentlich wären wir zu viert gewesen, aber gut, manchmal spielt das Leben halt anders. So ist das halt, c'est la vie, wie man so schön sagt. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir starten auch direkt, weil das hat ja jetzt rein technisch heute hier mega geklappt. Und Sabine, vielleicht möchtest du anfangen, dich vorzustellen. Nein, 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 wir stellen uns noch nicht vor. Wir müssen erstmal die Kehle befeuchten hier. Habt ihr denn was zu Ja. trinken? Dann müssen wir hier noch Juhu. ein Lüsterchen machen. So, Jawohl. auf eine nette halbe bis dreiviertel Stunde, ihr Lieben. Das Wichtigste. Jawohl. Das Oh, dann komme Wichtigste. ich öfter. Ja, sehr gerne. Gott. Weil das Wichtigste vergessen. Ja. So, Sabine, erzähl uns doch mal, wer du bist und woher du kommst. Also, ich bin die Sabine Buse, komme aus Seligstadt. Das liegt im südlichsten Hessen bei Offenbach, Frankfurt am Main. Bin seit 10 Jahren bei Partylight, mache das mit Begeisterung, wie ihr alle natürlich. Und freue mich heute dabei sein zu dürfen. Und ja, was soll ich noch erzählen? Ich wohne hier mit meinem Mann. Ich habe zwei erwachsene Kinder, die sind schon ja, in der arbeitenden Welt. Und ja, mir fehlen die Partys. Ja, Sabine, das hast du gut gesagt, das hast du gut gesagt. Aber wir gehen nachher da mal noch ein bisschen drauf ein. Natascha, stell du dich doch mal vor. Na klar, hallo. Also ich bin Natascha Texter, wohne in der wundervollen Lüneburger Heide, also quasi mitten im Erholungsgebiet. Und ich bin jetzt seit tatsächlich 15 Jahren bei Partylight. Und ich glaube, ich vermisse die Partys noch viel mehr, weil, also ich war heute schon froh, dass ich das mit der Story hinbekommen habe. Also echt eine leichte Katastrophe, aber es hat ja dann geklappt. Also ich bin nicht so die Online-Tante. Vielleicht wird das ja noch. Aber ich warte, ich scharre mit den Hufen und ich hoffe, dass wir jetzt bald wieder dürfen. Heute wurde ja für Niedersachsen bekannt gegeben, dass auch alle anderen Bundesländer wieder einreisen dürfen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt wirklich in den nächsten Tagen noch so das ein oder andere für uns Berater kommt, dass wir endlich wieder los dürfen. Ah ja, dann drücke ich euch mal die Daumen. Also ich bin ja aus dem Saarland und wir sind da echt noch ein gutes Stück weg davon, zumindest da, wo ich herkomme. Also ich stelle mich dann auch noch ganz kurz vor, ich bin die Kim, bin 37 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Saarland. Ich bin Mama von drei kleinen Jungs und ich bin das Küken hier, ja. Ich bin erst 4 Jahre dabei. Im November werden es 5 Jahre. Also ja, da habt ihr doch noch einiges mehr zu erzählen wie ich. Und gerade deswegen finde ich das so schön, dass das heute hier mit uns geklappt hat. Und freue mich da auch richtig. Sag mal, Sabine, ich finde es ja immer schön, dass ich hier Berater vorstellen kann, die ich eigentlich selbst ganz persönlich gar nicht kenne. Ja, sondern Ah, das natürlich ist gucke ich ganz mir so ein spannend, bisschen. gell? Ja, natürlich gucke ich mir so ein bisschen das Profil an und mal guckt, passt es nicht. Ja, ich möchte mir meine Leute schon so ein bisschen aussuchen, aber persönlich kennen tun wir uns nicht. Ja, von Das ist daher, eigentlich schade, ne? ja, natürlich. Aber mich würde jetzt daher umso mehr interessieren, Sabine, warum bist du denn bei Partylight? Warum? Da gibt es viele Und Gründe. wie bist du dazu gekommen? Also ich war schon immer sehr begeistert von den Partylight-Kerzen
Und irgendwann hat mich meine Beraterin selbst darauf angesprochen, weil sie halt gemerkt hat, dass ich so affin bin gegenüber Partylight. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt das selber mache, dann kann ich ja auch hier in der Familie meine Sachen hier an den Mann bringen. Also eigentlich war es die Leidenschaft zu den Produkten, dann die Überzeugung, dass ich damit meinen Bedarf selbst decken kann. Das war also am Anfang nur Hobby, ne? Und ja, mittlerweile ist es einfach mehr geworden. Das ist einfach, wir sind irgendwie alle Partylight verrückt. Du hast eben gesagt, Sabine, du machst es seit 10 Jahren. Das heißt, deine Kinder waren schon auf der Welt, wie du mit Partylight angefangen Ja, hast. auf jeden Fall. Also ich habe heute mal zurückgerechnet und das ist gar nicht so schwer, wenn man schon 10 Jahre dabei ist. Deshalb, also die waren damals 15 und 12. Ah ja, perfekt. Okay, also du hast auch noch mal Ja, vielleicht also gesucht. die waren eigentlich schon aus dem Gröbsten raus, ne? Und ich habe mir so gedacht, ach, jetzt gehst du mal wieder unter Leute und du liebst sowieso die Kerzen, dann kannst du mal, versuch's mal, ja. Und daraus sind halt jetzt 10 Jahre geworden und ich liebe das halt auch einfach auf die Partys zu gehen und die Begeisterung von den Gastgeberinnen und Gästen zu sehen und ach, das ist alles drum und dran, das ist halt das, was mich so dran begeistert. Sabine, arbeitest du? Hast du noch einen regulären Beruf, dass du Partylight als zweites Standbein machst? Also wie gesagt, es war gar kein zweites Standbein. Es war nur ein Hobby anfangs. Und ich bin bis heute immer noch in einem Ingenieurbüro tätig und das Vollzeit. Und also Partylight ist eigentlich nur ein Nebenjob. Ey, super schön, Also. cool. Okay. Also du hast einfach gesagt, du fängst bei Partylight an, damit du deine eigenen Produkte günstiger kriegst. Ist das richtig so? Genau, ja. Cool, Und ich habe mir cool. gedacht, naja, die Familie bestellt sowieso immer mit, ne? Und dann können die jetzt auch weiter bei mir bestellen. Ja. Guter Plan, guter Plan. Natascha, wie ist es bei dir? Bitte? Also ich bin so eine Zugelaufene. Das sage ich immer ganz gerne so. Ich mag auch die Zugelaufenen am liebsten, aber das erkläre ich euch gleich. Ich war damals vor 15 Jahren selbstständig als PR-Beraterin, habe aber für eine Firma gearbeitet, die in erster Linie SAP-Software gemacht haben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie langweilig das ist, PR für so eine trockene Materie zu machen. Ich war also nur noch mit dem Telefon und mit meinem Laptop zusammen und habe gesagt, ich brauche abends irgendeinen Ausgleich. Ich muss irgendwas anderes machen, sonst flippe ich hier komplett aus. Und ich kannte Partylight überhaupt nicht, wollte aber auch keine Schüsselchen verkaufen, weil das nicht mein Ding ist, weil ich bin jetzt auch nicht so die Köchin. Und ja, dann war ich auf so einer Party eingeladen und habe gedacht, na komm, guckst du dir das mal an. Und dann war ich sofort begeistert, wollte irgendwie eine Kleinigkeit kaufen, hatte über 100 € auf dem Zettel. Wie das dann so ist, fand noch mehr im Katalog gut. Und mein Vorteil war, dass die Beraterin richtig, richtig schlecht war. Also die war, da standen 5 Sachen auf dem Tisch, völlig lieblos hingeklatscht. Und ich habe gedacht, mein Gott, das muss man doch auch anders machen können. Hab mir das dann durchgelesen, habe sie am nächsten Tag angerufen und gesagt, was kann ich denn verdienen, wenn ich bei dir anfange? Dann hat sie mir das erklärt und ich bin gestartet und dann auch gleich mit Bonus da durchgeritten. Und ja, danke Sabrina, hier kocht ja der Mann, Gott sei Dank. Und das lief dann so gut, dass ich dann, als vor 10 Jahren unser Töchterchen kam, die andere Selbstständigkeit an den Nagel gehängt habe, tatsächlich. Und dann erstmal nur Partylight gemacht haben. Aber dann ist mir irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, mir sind die Versicherungen irgendwann zu teuer geworden. Und dann habe ich mir vor 5 Jahren nochmal so einen kleinen Bürojob quasi für nebenbei. Ich sage immer, Partylight ist mein Hauptgeschäft und der Bürojob, der ist so nebenbei für die Versicherung und so weiter. Und es geht ganz gut. Ich arbeite hier in einem Freizeitpark im Heidepark in der Kundenbetreuung. Es macht mega Spaß. Wir dürfen ja jetzt auch endlich wieder.
Wir haben seit dem 1. Mai ja schon geöffnet und ja, so lief das bei Cool. mir. Es hört sich dann alles super, super schön an. Also, du hast gesagt, du bist 15 Jahre dabei. Kinder, wie war das? Unsere Tochter ist 10. Ist 10, also okay. Ah ja, stimmt. Okay, dann hast du schon Partylight gemacht, ja. Also sie ist damit groß Genau. geworden. Die kennen das gar nicht anders. Der Vorteil war, ich habe immer gesagt, alles, was Deko ist, ist Mamas Arbeit, da gehst du nicht dran. Und das hat super geklappt. Ja, das ist bei uns auch so. Ich sage immer, Ja. das ist mein Spielzeug. Ihr wollt ja auch nicht, dass ich an euer Spielzeug gehe, ja. Genau. Aber das ist ein guter Plan. Also bei mir war es nochmal ein Stückchen anders. Ja, aus dem Ort, wo ich komme, aus Riedingen, war eine gute Freundin von mir Partyleitberaterin. Und die hatte dann auch gehört, die ist wieder zurück in ihren regulären Beruf. Die hatte das halt auch nur so ein bisschen nebenbei gemacht. Und es war auch, wie bei euch, wir sind so richtige, ja, Duft-Junkies geworden. Ich kenne Partyleit auch schon länger, war immer eine gute Gastgeberin gewesen, habe die Produkte geliebt. Und das war dann so schade, weil meine Beraterin musste dann 45 Kilometer angereist kommen, um bei uns eine Party zu machen. Und ich wollte unbedingt an Allerheiligen eine Party machen, ja. Weil wir wissen, Anfang November kamen meistens die Pilarkerzen ins Angebot. Und die Ja. Kim wollte unbedingt an Allerheiligen. Und wir waren so viele Leute. Ich hatte einen sensationellen Partyumsatz, 4 Folgebuchungen. Und meine Beraterin hat mir dann vorgerechnet, also das waren über 1.000 € Umsatz. Und die hat dann zu mir gesagt, ey Kim, wenn wir das auf dich buchen, kriegst du 200 € von Partyleit. Und dann habe ich gedacht, Lecco mio, 200 €. Ich bin ja gelernte Steuerfachangestellte, also mit Zahlen kann ich ganz gut umgehen und habe dann mal gerade so überlegt, wie viel Geld ich schon verpulvert habe von Partys. Ich habe immer gute Partys gemacht, ja. Aber die Beraterin davor, meine Freundin, hat die mich nie gefragt, ob ich das selbst machen möchte, muss ich auch dazu sagen, ja. Und dann habe ich mal schnell überschlagen, wie viel Geld ich schon hätte verdienen können in der Zeit. Und habe dann auch wirklich nur so einen Tag ein bisschen drüber nachgedacht, habe mit meinem Mann gesprochen, weil ich wollte ja eh nicht mehr zurück. Ich wollte nicht mehr zurück in meinen Job. Durch die 3 Kinder, das hat einfach nicht mehr zu mir gepasst. Ich habe das geliebt, zu Hause kreativ zu sein. Ich habe genäht, alles ja, basteln, das war so mein Ding geworden und halt so dieses Steuerding halt gar nicht mehr. Und ich habe immer zu meinem Mann gesagt, ich gehe lieber irgendwo die Regale einräumen, wie dass ich nochmal zurückgehe, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Und deswegen habe ich dann die Elternzeit genutzt, ja. Es war das letzte Jahr der Elternzeit. Und ich sagte, so, Kim, jetzt hast du Zeit, das für dich auszuprobieren. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ansonsten hätte ich mir wieder was anderes suchen müssen. Und wie bei Natascha, ich war von Anfang an ein Bonusstarter. Das war so mein Ziel. Ich habe gesagt, ich fange mit diesem Job an und möchte jeden Monat 500 € haben, damit sich das Ganze auch für mich ein bisschen rentiert. Und ja, das hat geklappt. Das hat geklappt und ich bin wirklich super, super happy, dass ich damals diese Chance habe ergreifen können, dass ich wirklich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach aus. Ja, es war ein super Moment. Ganz viele sagen immer, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, aber gerade da war Wann es ist echt er denn? der richtige Wann ist Zeitpunkt. er denn? Ja, Ich, der also, richtige Zeitpunkt ist nie. Der ist der ist nie. nie, ne? Weil dann ist immer irgendwie das Leben dazwischen, ne? Aber ich Ja, finde es so genau. gerade, was du jetzt gesagt hast, ne? Es ist genau die richtige Einstellung. Ich nehme mir dieses Jahr Elternzeit und probiere das aus. Und ich stecke da Arbeit, Schweiß, Tränen, Herzschmerz, alles rein. Und wenn ich das wirklich mache, dann kommt da auch nach dem Jahr schon ordentlich was bei raus. Ne? Man muss da am Anfang was reinpacken, damit man dann in 2, 3 Jahren auch auf was schon zurückblicken kann. Ja, das ist definitiv so. Das erzähle ich auch jedem, der es wissen möchte. Von nichts kommt natürlich nichts. Ja, also es klopft niemand an der Tür und sagt, juhu, ich will Kerzen kaufen. Ja, sondern es ist ja wie ein Geschäft. Wir haben ein Geschäft eröffnet und man muss erstmal Werbung machen. Man muss das Geschäft erstmal ins Rollen bringen. Man muss selbst
erst auch mal lernen, ja. Wie viele schmeißen nach 4 Wochen das Handtuch, weil sie sagen, funktioniert nicht, alles blöd, ja. Und die haben sich selbst gar nicht die Chance gegeben, dieses Geschäft zu lernen, ja. Ich weiß nicht, Natascha, wie lange hast du deine Ausbildung gemacht? 2 Jahre oder 3 Jahre? Ich habe tatsächlich sogar noch studiert. Also, es hat ein bisschen gedauert, ja. Und letztendlich war ich dann, als dann das Kind kam, war das auch nicht mehr das Richtige. Ne? So im Marketing zu arbeiten und mit 10 Stundentagen plus eine Stunde Hin- und Rückreise, das passt dann einfach nicht mehr. Und deswegen war diese Gelegenheit einfach super. Ne? Ja, passt ja. einfach gut zu mir. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, so, dass jetzt wird hier ordentlich was aufgebaut, da soll ja was bei rumkommen. Ja. Und ja, also es ist ja nicht nur das Geld, ne? Es ist ja auch immer schön, abends bei den Leuten zu sein. Also im Moment ja nicht, aber prinzipiell ist es ja so, der Tag kann ja echt richtig Grotte gewesen sein. Bei mir ist es manchmal so, ich setze mich ins Auto und denke so, alles ganz übel. Je weiter ich von zu Hause wegfahre, je näher ich der Gastgeberin komme, entspannt sich so alles. Und mir ist total gut drauf, weil man ja quasi zu seiner Arbeit eingeladen wird. Von Ja. daher, Bei mir ist das ähnlich. Ich setze mich dann ins Auto, Radio auf die höchsten Töne und dann geht's los. Und da habe ich richtig Spaß drauf. Ja. Also richtig Spaß dran und freue mich, wenn ich wieder da bin. Genau. Ja, ich meine, es ist ja auch was Schönes. Wir werden dort empfangen. In der Regel wird irgendwas Leckeres zu essen angeboten. Es gibt ein Cremöschen, ja, also ein Glas Sekt. Alle freuen sich immer. Also ich muss das immer wieder sagen, eins meiner schönsten Erlebnisse war, wie das kleine Mädchen meiner Gastgeberin mir auf die Straße mit Kreide gemalt hatte, Kerzenparkplatz und eine Serviette mit schön, dass du da bist. Das sind so tolle Erinnerungen und ich finde, das ist auch gar keine Arbeit. Ich kann das gar nicht sagen. Also das ist klar, ich habe einen Alltag mit meinen Kindern, weil ich gehe halt ja nicht mehr regulär arbeiten. Mein Job ist meine Familie und mein Haushalt, ja. Aber wenn ich dann eigentlich arbeiten gehe, ist das für mich der perfekte Ausgleich, ja. Genauso wie für euch ist der Ausgleich ist von eurem Job, ist es für mir irgendwo der familiäre Ausgleich. Einfach mal nochmal ein anderes Gespräch zu haben und sich anders auszutauschen, aber auch mal so die Sorgen und Probleme von den anderen zu hören und zu denken, ah, siehst du, denen geht's genauso. Genau. Wir sitzen alle im selben Boot, ne? Das ist gar nicht nur bei uns so schlimm. Genau, von daher, ja, finde ich, ist wirklich eine super, super Möglichkeit und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, da wirklich über seinen Schatten zu springen und es einfach mal auszuprobieren. Eine Frage habe ich mal noch, bevor wir hier Roulette spielen. Wir sind hier gerade so schön in der Materie drin. Wie ihr den oder wie ihr gesagt habt, ihr lasst euch jetzt bei Partylight registrieren, ja? Was war denn das Erste, was ihr gemacht habt, außer jetzt vielleicht mit einer Freundin zu telefonieren und dir das zu sagen? Aber gab es da so direkt ein Projekt, wo ihr gesagt habt, okay, ich möchte das jetzt machen, jetzt mache ich dann dies, das und jenes? Habt ihr da was? Sabina? Ja, also ich habe mir erstmal eine Liste gemacht mit allen Leuten, die ich kenne und habe mir hinten dran die Telefonnummer geschrieben und dann habe ich sie alle abtelefoniert. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mal Lust haben auf eine Kerzenparty. Erstmal alle bei mir eingeladen und ja, weil so findet man auch einen Start. Na, also man muss immer in die Gesellschaft reinkommen. Ja. Ja. Die erste Gesellschaft, wenn ich das so sagen kann, das war meine Tante. Ne, die hat für mich dann die erste Party gemacht. Das weiß ich noch wie heute. Da saß die ganze buckelige Verwandtschaft und haben dann natürlich auch fleißig bestellt. Und dann hatte ich meine erste Weiterbuchung. Und das war nicht die Familie. Das war eine Bekannte von meiner Tante. Das war meine erste Weiterbuchung und dann ging es halt von der Weiterbuchung zur nächsten Weiterbuchung und so fing das halt alles an. Ja, also man muss sich wirklich einen Plan machen. Man muss sich einen Plan machen, dass man weiß, wo man anfängt. Mhm. Ne? Welche Ziele hat man? Ja.
Wen kann man alles anschreiben? Oder heute ist ja viel mit Anschreiben, es war ja damals noch nicht so. Aber wen kannst du heute alles anrufen? Ja, das war so mein Start damals. Aber du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, weil ich finde, dass das Partylight-Geschäft auch wirklich im Vergleich zu anderen Firmen ein sehr einfaches Geschäft ist, weil sich dieses Wagenrad automatisch rollt durch unser attraktives Gastgeberangebot. Ja, das möchten alle Leute haben. Und da braucht man gar nicht großartig zu sagen, willst du eine Folge buchen machen, sondern in der Regel kommen die Leute auf dich zu, wenn sie was Tolles sehen. Und dieses aus dem eigenen familiären Umfeld rauszukommen, ist dadurch eigentlich sehr einfach. Und ich glaube, das ist nicht bei jeder Firma so, ja. Natascha, wie war es denn bei dir? Ich habe tatsächlich, wie man das halt so macht, auch heute noch, finde ich, wenn man nicht gerade in Corona ist, ich habe die erste Party bei mir zu Hause gemacht, hatte wirklich in meiner damals kleinen Arbeitswohnung irgendwie 12 Stühle stehen, die reichten nicht. Und dann rief mich 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn meine rekrutierende Beraterin an und sagte, es tut mir total leid, aber ich habe heute Mittag da so einen Autounfall gesehen. Mir geht's jetzt nicht gut. Ich komme nicht. Okay. Und dann musste ich da durch. Und das hat aber auch geklappt, weil es war ja Familie, Freunde und so. Und ich habe auch so Listen gemacht. Klar, ne? Wen kann ich alles einladen und wen frage ich sowieso nach? Und jeden, den ich eingeladen hatte, den habe ich vorher schon gesagt, du musst kommen. Du musst nicht unbedingt was kaufen, aber du musst buchen. Da kommst du nicht raus. Das ist jetzt Fakt. Die haben Gott sei Dank auch alle noch was gekauft, haben dann aber auch alle gebucht. Ich hatte irgendwie 8 Folgebuchungen aus meiner Party und dann lief das. Aber das Geschäft ändert sich gar nicht so doll. Jetzt machen wir es online, aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Du musst dich drehen, dann dreht sich was. Ja. Und dann passiert das nämlich auch mit den Partys. Und ich habe es ganz schnell so gemacht, dass ich einfach immer, ich habe auch nicht gefragt, wer ist denn hier die nächste Folgebuchung? Ich habe gesagt, so, hier aufgeschrieben, heute gibt es Geschenke für 150 Euro. Wer ist denn die nächste? Ja. Und das hat immer funktioniert. Ja. Das ja. hat immer funktioniert. Und ich glaube auch, dass es heute noch das beste Rezept ist, weil, so wie du schon sagst, wir haben einfach das beste Gastgeberinnenprogramm. Ja. Und wir haben ein Produkt, was sich verbraucht. Die rufen ja an und sagen, ich habe gar keine Teelichtform mehr, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Party buchen oder vorbeikommen, genau so. Ja? Die brauchen ja immer Nachschub. Und wenn, ich sag mal so, 95% der Leute auf so einer Party, wenn die einmal das gekauft haben, brauchen die auch immer wieder. Ich hab hier heute Lemon. Ah, auch schon ausverkauft, meine Güte. Hier ich habe noch welche. Ich habe mir noch welche gesichert. Also ja, ich muss ganz tatsächlich sagen, wie ich gesagt habe, ich lasse mich registrieren, war natürlich zuerst das Telefonat mit Freundinnen und Mama, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Ich habe mir als allererstes einen Stempel machen lassen, weil ich wollte alles, die Kataloge, Bestellscheine, ich habe da Tage gesessen und habe alles bestempelt und ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber das war für mich ganz wichtig. Ich habe jetzt einen Stempel, ja. Und da waren meine Kontaktdaten drauf. Und egal, wo ich war, ich habe überall meinen Stempel drauf gemacht, dass jeder gewusst hat, das ist von der Kim. Und ja, ich hatte dann auch eine sehr, sehr gute Freundin nochmal gefragt, für eine Party zu machen. Und ich persönlich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man eine gute Freundin fragt, kannst du mir helfen, kannst du mich unterstützen? Also wenn man wirklich ganz ehrlich ist, ja, genau. Und dann kriegt man auch eine Hilfe und ich muss wirklich sagen, hier im Ort, meine besten Freundinnen, die haben mich alle unterstützt, die haben all ihre Party gemacht, von daher war das relativ schnell aus diesem Rad rauszukommen und ich bin denen bis heute unheimlich dankbar dafür und ja, so sind wir alle zu dem gekommen, was wir hier machen und lieben, finde ich mega. Wir haben ja hier schon Kerzenabgleich gemacht. Wassermelone finde ich übrigens sensationell.
Das ist Da muss ich mega. immer wieder dran schnüffeln. So, also ich würde sagen, ihr Lieben, lasst uns mal hier spielen. Ja, Okay. ich habe Fragen vorbereitet und ich bin gespannt, ja, was wir hier noch so zu erzählen haben. Ich würde sagen, die Sabine fängt an. Ich rolle hier mal. Versuche auch nicht zu lang zu rollen. Oh, hat schon aufgehört. So, die 14. Was haben wir denn da? Wieso ist dir Partylight persönlich so wichtig? Habe ich eigentlich schon gesagt, ja, also weil ich gerne zu meinen Gastgeberinnen gehe. Also der Kundenkontakt, das ist das, Auf was jeden wir. Fall, ja. Der persönliche Kontakt, ja. Natascha, wie ist es bei dir? Am Anfang war es auch so, der Kundenkontakt, einfach mal rauszukommen und was zu machen, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber mittlerweile sind es irgendwie noch mehr die Menschen bei Partylight. Und das können Kollegen sein, die ich nur mal gesehen habe. Das ist natürlich in erster Linie mein Team. Das sind aber auch mega Freundschaften, die da entstanden sind. Weiß nicht, ob Sabrina noch da ist, aber wir haben uns damals 2009 in Dubai kennengelernt. Und mittlerweile besuchen wir uns regelmäßig mit der Familie. Also entweder kommen die zu uns oder wir fahren nach Brandenburg. Und das sind also einfach die Menschen, weil man so viele tolle, aber auch so unterschiedliche Menschen kennengelernt hat. Gerade so auch auf den Reisen. Das ist es mittlerweile, glaube ich, noch eher. Also es hat sich so ein bisschen verschoben. Ja, Okay. also bei mir ist es auch definitiv die Kundenwelt, so wie Sabine das gesagt hat. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, als Steuerfachangestellte habe ich zu 99% allein in meinem Büro gesessen. Ich habe vielleicht auch mal noch einen Praktikanten vor der Nase gehabt. Aber im Grunde genommen hatte ich nie großartigen Kundenkontakt. Und das ist mir etwas, das ist mir so ans Herz gewachsen. Aber ich muss auch sagen, ich habe, wie ich eingestiegen bin, Partylight wirklich als Party People, ja, kennengelernt. Ich bin im November eingestiegen, da gab es direkt eine Weihnachtsfeier. Dann durfte ich mit nach Kassel, das war ja mal im April. Dann war eine Nationalkonferenz, dann waren die Reisen. Also ich habe Partylight als Firma, ja, auf eine ganz besondere Weise auch kennenlernen dürfen. Ja, ich meine, ich habe zwar jetzt nur zwei Reisen mitgemacht, aber das sind Momente, das wird einem nie mehr weggenommen werden, ja. Also das ist ja wirklich ein Träumchen. Gut, okay, Natascha, ich rudel mal hier für dich. Nochmal. 21 schwarz, bitte. Was setzt du denn? Eine Lemonkerze? Ja. Die 13. Oh, ja. Oh. Sehr interessante Frage. Deine höchste Einzelprovision? So an einem Abend. Was war denn so das Höchste, was du mal an Umsatz gemacht hast? Dann ist es ja relativ einfach, die Provision Sagen wir mal rauszukriegen. 1.600 Euro 1.600 Euro Umsatz. 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 Dann rechnen wir mal Aha. 20%, ja. Machen wir rechnen mal 31. Ja, wir, aber die anfangen nicht. Na, die anfangen mal, also 20 finde ich auch schon grandios. Da müsst ihr schon mal 320 Euro. Ja. Abzüglich 5,90 Euro Versandgebühren. Ja. Mega. Ja, weißt du, wie lange du dafür in einem normalen Job arbeiten musst? Oh Gott. Ja, nicht nur das, sondern du hast auch ganz oft ja gar keinen Spaß dabei, ja, weil wie Das oft kommt höre ich von dazu. Menschen, ich mache meinen Beruf und der gefällt mir gar nicht. Ja, wäre ja bei mir nicht anders, wenn ich wieder hätte zurückgehen müssen. Ja, Ja. aber mega 320 Euro. Und wie lange ist man da? 3 Stunden? Ja, es waren viele Leute, da war es jetzt ein bisschen mehr, aber Mhm. selbst das, ne, ist ja völlig in Ordnung. Also, Ein cooler Stundenlohn, würde ich fand sagen. ich auch. Fand ich auch. Sabine, wie war es bei dir? Ich meine so 1.200.
Mega, mega, mega. Also, ja, es ist hier Also für wie. mich war schon die 1.000 € war schon Wahnsinn. Da bin ich bald an die Decke gehüpft. Ich konnte es gar nicht glauben, ja. Aber dann hast du dann noch mal ein paar 100 € mehr. Das ist grandios. Das glaubst du gar nicht. Ja, weil man rechnet ja so mit 300 €. Das Und ist so mal viel. nebenbei, ne? Ja. Also das ist ja nicht das, was du arbeitest. Das ist ja das, wofür du Spaß hast, ja. Genau. Ja, Das ja. ist ja so nebensächlich für mich, was man da verdient, weil es war immer schon ein Hobby für mich und ist halt ein schönes Zubrot, ja. Ja, wie machst du das, Sabine? Sparst du dir deine Partyder-Provision an für irgendwas Besonderes? Oder hast du auch mal gesagt, oh, jetzt fahren wir mal in Urlaub und wir gönnen uns mal was? Letzte Woche hieß es, es wurde eine große Terrasse gemacht. Ja, wenn du sagst, es ist nur ein Hobby, also Das ist man ganz hängt sich nicht. unterschiedlich. Bitte? Also mein erster Lustkauf war eine Lederjacke. Mein zweiter Lustkauf war ein Kaffeevollautomat. Also, und dann sind wir in Urlaub gefahren. Ja, das haben wir auch gemacht. Und letztes Jahr habe ich mir ein Auto gekauft. Nur mal so, ne? Also das ist alles nur von mir, nur von meinem Geld, dass ich immer schön anspare. Wow, wirklich Ja, voll wow. cool. Ja, Ja. mega, mega. Wie ist es bei dir, Natascha? Also, ich spare da jetzt nicht für was Besonderes oder lege es beiseite. Aber es ist halt, ey, du merkst halt in den Monaten, wo es immer richtig gut läuft, da fällt es nicht auf, wenn du dann irgendwie nochmal ein paar unnötige Schuhe oder nochmal essen gehst oder also alles so Sachen, die wirklich nicht sein müssen. Das tut dann nicht weh. Und ich finde, das ist einfach so ein Luxus, den man sonst vielleicht nicht unbedingt hat. Ja, auf jeden Fall. Und, ne? Also das ist es, sich einfach so Sachen gönnen zu können. Also wir fahren in der Regel 3, 4 Mal im Jahr in den Urlaub. Oh Gott. Ja, aber man muss da nicht so drüber nachdenken. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, bin ich ganz bei dir. Also von meinen ersten Provisionen habe ich mir ja unbedingt eine Küchenmaschine kaufen wollen. Ja, werde ich nie mehr machen. Ich habe mir unbedingt dieses Hexenwerk kaufen wollen. Ja, und jetzt steht es ohne Wert in der Ecke. Aber egal, ich wollte es unbedingt haben und das war so das erste Geld, was ich da reingeschmissen habe. Aber ich muss sagen, das erste Mal, wo ich richtig mein Partywerkgeld auf den Kopf gehauen habe, das war in Sizilien. In Sizilien waren wir in Palermo und da war ich shoppen gewesen in einer tollen Boutique und da war wirklich zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, meine Güte, das hast du dir jetzt verdient, ja. Und ja, im Nachhinein darf ich eigentlich gar nicht so genau darüber nachdenken, aber jedes Mal, wenn ich diese guten Stücke in der Hand halte, freue ich mich riesig und denke dann nur, ach, guck mal hier, du hast es da wirklich mit ganz, ganz viel Spaß gemacht, ja. Cool. So, dann grille ich mal jetzt für mich. Das geht lang. Da. 33. Ja. Die Frage hatten wir letzte Woche schon. Beschreibe deinen Partylight-Arbeitstag. Oh je. Arbeitstag natürlich in Anführungszeichen. Also, was mache ich für mein Geschäft tagtäglich, sage ich es mal so. Natürlich stehe ich permanent im Kundenkontakt. Ist das über WhatsApp telefonieren, bei mir tatsächlich eher weniger. Aber auch über Instagram bin ich da ganz viel aktiv. Und jetzt zu Zeiten von Corona haben wir ja wirklich ganz umdenken müssen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wie letztes Jahr hier im März die Welt stillgestanden hat, habe ich erstmal in meinem Büro gesessen und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Ja, ich will das weitermachen, weil das mir so viel Spaß macht. Aber was mache ich jetzt? Ich habe keine Partys mehr. Was mache ich jetzt? Und ich bin erstmal in so ein Loch reingefallen und habe gedacht, oh Gott. Und es hat auch erstmal so 4, 5, 6 Wochen bei mir gedauert, bis ich
wieder zu mir gefunden habe, bis ich die Tipps, die andere einem gegeben haben, auch überhaupt annehmen wollte. Ja. Aber mittlerweile ist es so, ich habe wahrscheinlich wie ihr mein Duftköfferchen, was hier durch Deutschland tingelt und die Online-Partys. Und da ist man natürlich regelmäßig im Kontakt, natürlich auch der Kontakt mit dem Team, Fragen beantworten etc. Aber es ist wirklich so, dass es bei mir alles nebenbei läuft. Ja, jetzt gerade mit Corona bin ich mit 2 Kindern im Homeschooling und das leider nicht abwechselnd, sondern immer wochenweise. Im August käme dann noch ein drittes Schulkind dazu. Das heißt, ich bin eigentlich Vormittag, sage ich mal so bis 13, 14 Uhr eigentlich mit der Schule beschäftigt und kann trotzdem zwischendurch meinen Job machen, ja, indem ich ein bisschen schreibe, ein nettes Foto mache, eine Collage mache. Das kriege ich alles prima zwischendurch eigentlich hin. Und das ist halt so genau diese Leichtigkeit, wo ich finde, was diesen Job wirklich ausmacht, dass ich das so in mein Leben integrieren kann, wie ich es gerade brauche. Ja, habe ich Zeit, mir mehr zu machen oder halt nicht? Und das ist halt etwas, was mir wirklich ganz, ganz wichtig ist. Ja. Wie ist es bei dir, Sabine? Wie sieht dein Alltag aus bei Party Light, mit Party Light? Ja, unter der Woche bin ich hier arbeiten den ganzen Tag. Und da komme ich halt nur abends dazu, irgendwas zu machen. Das heißt, über WhatsApp schicke ich die Angebote rum oder guck auf Facebook oder auch Instagram. Also Instagram jetzt nicht so viel, muss ich sagen, weil das wirklich sehr zeitintensiv ist. Also mehr Facebook und WhatsApp. Okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, okay, wenn du sagst, während der Woche machst du dann wahrscheinlich weniger, ne? Am Wochenende ein bisschen mehr. So wie es halt in deinen Alltag reinpasst, ja. Ja, ich habe das Gute, dass ich freitags dann frei habe. Dadurch, dass ich 4 Tage ein bisschen länger arbeite, habe ich freitags frei und da kann ich halt dann auch mal Videos machen oder ja, WhatsApp-Partys vorbereiten, meinen Duftkoffer packen und Päckchen packen. Ja. Das kennt ihr bestimmt auch alles. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ja. Du kannst es machen, theoretisch, wie du willst, ja. Genau. Natascha. Ich teile mir die Zeit so ein, wie ich möchte. Ja, perfekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man Kinder hat, auch wenn sie groß sind. Natascha, wie ist es bei dir? Ich bin gerade aus dem Dunkel ein bisschen nach vorne getreten. ja, das ist das Schöne, dass es halt passt. Also ich bin in der Regel in der Woche vormittags im Büro. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann hat das Kind Hunger und wie das alles so ist. Aber meistens lege ich schon morgens vor der Arbeit so eine Runde am Handy ein. Ne? Da guckt man so, wer hat was geschrieben, wer braucht irgendwie Infos. Das kann man immer zwischendurch nochmal eben so machen. So ein paar Sprachnachrichten losschicken. So. Das geht ja wirklich immer und überall. Und ich finde zum Beispiel auch gut, jetzt ganz unabhängig von Corona, das geht halt auch im Urlaub. Ohne dass es jemanden stört. Also ich bin dann, wenn wir wirklich richtig weg sind im Urlaub, das ist schon Ewigkeiten her jetzt quasi, aber bin ich immer morgens eine Stunde eher aufgestanden, habe mich vorne ins Café gesetzt mit meinem Laptop und dann einfach schon mal so ein bisschen hin und her getingelt. Und das geht jetzt halt auch. Und mir ist gerade so eingefallen, ich habe eine Kundin, die hat mal zu mir gesagt, naja, also mittlerweile weiß es auch schon mein Mann, wenn das Handy erst abends um 11 Bing Bing macht, dann sagt er schon, ach, das ist bestimmt wieder Natascha. So. Da habe ich mir natürlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil du machst es halt dann, wenn die Zeit da ist, ne? Wenn du einfach so ein bisschen Ruhe hast. Das geht aber auch und das ist das Schöne. Also du kannst es immer und überall machen. Ihr habt auch schon das Wohnmobil zum mobilen Büro umfunktioniert auf dem Weg in den Urlaub, weil es einfach so schön einfach ist. Ne? Du musst ja nicht hier groß Trara machen und selbst wenn man von unterwegs mal so eine Online-Party oder so macht, man hat ja eigentlich schon alles, was man braucht, in seinem Handy dabei. Ja, und ich brauche kein großes Setting. Ne? Geht ganz einfach so. Und das ist, wie gesagt, das ist ja völlig unabhängig von Corona. Ja, was man dann quasi dann noch on top macht, was du das
live geschehen bei den Gastgeberinnen ist, das ist ja dann noch so das Sahnehäubchen obendrauf, was wir Genau. hoffentlich bald wieder haben. Ja, auf jeden Fall. Aber ich musste jetzt auch gerade denken, Natascha, wie du Wohnmobil gesagt hast, ich muss das jetzt noch ganz kurz erzählen, ja. Du weißt, was ich meine. Also ich glaube, ich war ein Jahr bei Partyland. Das war noch nicht lange. Und die Natascha, die war immer sehr aktiv in unserer Community. Und ich habe immer ihre Beiträge gelesen. Wir haben uns aber nie gesehen, nie gekannt. Und wir waren in Italien im Urlaub mit dem Wohnwagen und ich komme aus dem Wasser raus und denke nur, meine Güte, die Frau da, die kennst du doch irgendwo hin. Und wir haben uns angeguckt und es kam aus einem Mund, Partyline. Ja. Das war so ein witziger Moment. Man hat sich nie live gesehen, nie. Ja, Und man aber kommt in Italien, zum Wasser immerhin. raus. Ja. Und ich glaube, wenn du das hättest planen wollen, das hätte niemals funktioniert, weil ihr wart ja noch nicht mal auf unserem Campingplatz, sondern ihr Nee, wart ja nur zu Besuch, wir ja. waren zu Besuch quasi. Also, das war eigentlich wie ein Sechser am Lotto und ich finde, das ist eine tolle Erinnerung, weil du wirklich, du guckst dich an und denkst, oh Mann, woher kennen wir uns? Und dann so, Party. Ja, Genau. also das war echt schön. Also live kennen wir uns quasi nur im Bikini. Also. So, Oh Gott, was hast du für einen schlechten Eindruck? Nein, alles gut. Das war ja vor Corona. Alles super. Genau, oh Gott. Ja, also ich hätte auf jeden Fall noch eine Sache, wir haben jetzt noch eine Runde Roulette gespielt und ich hätte auf jeden Fall noch eine ganz, ganz wichtige Frage an euch. Ein Lieblingsprodukt von euch hätte ich gerne, dass ihr davon kurz erzählt. Es ist eine Kerze, es ist ein Accessoire. Eine Sache, wo ihr ohne mit der Wimper zu zucken, Data sagt, das ist mein Lieblingsprodukt von Partylight. Sabine, fängst du an? Ist total schwierig. Ich habe mir natürlich vorher schon meine Gedanken gemacht, was, aber es gibt so viel. Ding, 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 ding. Ich habe mal was vorbereitet. Ja, ich habe mal was vorbereitet in meinem Lieblingsduft Lemon. Und ich inhaliere schon die ganze Zeit und ich finde das also mega. Also entweder Duftlampen oder ich konnte mich nicht entscheiden. Das Vintage Klassen Trio, das ist jetzt von der Laterne, das ist der Einsatz, aber ich finde beide Sachen finde schön und stehen bei mir auch zu Hause auf dem Tisch. Ja, schön, schön, schön. Ja, elektrische Duftlampe, die muss in jedem Haus sein. Und nicht nur eine, ja. Weil man hat ja mehrere Räume. Da sage ich immer meinen Kunden, man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man zwei oder drei hat. Ja, das ist vollkommen Das legitim. ist schon Standard. Also, ich frage immer auf der Party, wer hat denn schon von euch alles eine Duftlampe? Oh, wir haben schon drei, vier, fünf. Oh mein Gott, wie peinlich. Aber das zeugt ja davon, dass man die gut verkauft. Ja, sie sind ja auch immer schön und sie sind vor allem, sie tun das, was sie machen sollen, ja. Natascha, dein Lieblingsprodukt? Mit den Accessoires ist das ja immer so eine Sache, ne? Das schwankt ja. Das ist ja Ja. echt bei mir so manchmal so wirklich tagesformabhängig, so was ich dann heute mal richtig geil finde und was ich denke, ach, das kannst du auch eigentlich wegtun, so. Aber ich finde, Duftwachsgläser sind der absolute Burner, weil, egal ob jetzt klein oder groß, ja, kannst du überall verwenden. Und da kriegst du auch jeden Kunden mit. Weißt Ja. du, bei Accessoires ist immer so eine Sache. So, finden die das jetzt cool oder finden die das irgendwie doof? Vielleicht mögen die gar keine oder die sagen, FG ja bei euch viel zu teuer. Aber mit den Düften und ich finde halt gerade die Düfte im Glas, die ja sehr, sehr intensiv sind, kriegst du einfach jeden. Und deswegen, das ist mein All-Time-Favorite. Das ist auch das, wo die meiste Kohle mitmachen, würde ich einfach sagen. Und Ja, auf jeden Fall. es ist ja auch richtig cool zum Kohle machen, weil es kauft ja keiner ein Glas. Das heißt, du hast bei einem Kunden immer gleich 49,90. Ja. Das hört sich ja besser an, auch ich nehme ein Päckchen Teelichter. Nee, nimm mal lieber hier so ein Dreidachglas, weil hast du viel mehr Duft und nimmst du zwei, ist günstiger. Ja, auf jeden Fall. So,
Also das ist so mein Lieblingsprodukt. Ja. Aber auch die Gläser für draußen gegen Mücken und so, finde ich auch super. Also alles, was im Glas ist und duftet, meine Ja, ich. ja, ja. Also bei mir ist es definitiv auch die Dreiduftkerzen. Also bei uns ist es so, wir haben alles offen, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Bei uns kann man einmal rundherum laufen. Das ist alles offen. Und wenn ich die wirklich strategisch klug hinstelle, also nicht hinten in die letzte Ecke, sondern vorne im Bereich vom Durchgang, dann duftet mir die ganze Bude. Und das schafft keine Kerze. Ja? Das kriege ich mit einer elektrischen Duftlampe hin, die dort steht, einem Ultraschalldiffusor oder halt hier mit unserer Dreidochtkerze. Aber draußen, und das konnte ich euch jetzt halt hier nicht aufbauen, ist wirklich mein absolutes Herzstück, der Fragrance Flame. Also da geht mir persönlich das Herz auf, wenn die Kinder abends im Bett sind und ich mir hier auf meiner Terrasse mein Krümelchen aufgemacht habe, ist für mich das Must-Have, dieses Flackern. Ja, egal, was da für Duft drin ist, aber schon allein diese Atmosphäre, mega. Und auch das holen wir immer mit in Urlaub. Ich hoffe, dass er dieses Jahr jetzt mit nach Dänemark darf. Aber für mich absolute Highlights. Ich meine, ja, der Fragrance Flame ist ja eh patentiert von uns, aber gerade die Dreidochtkerzen, die wirklich so ein Duftvolumen haben, sensationell. Also meine persönlichen Favoriten. Wobei es, wie Sabine eben schon gesagt hat, wirklich schwer ist, so einen Favoriten wirklich rauszusuchen, weil ich freue mich zum Beispiel auch tierisch auf unsere Wäschesprays, die hoffentlich bald wieder kommen. Und ich werde wahrscheinlich der beste Kunde von Cut and Crease sein. Also die sind alle für mich reserviert, genau. das sind Sachen, die einfach wunderschön sind. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir schließen hier unseren netten Plauderabend. Es hat mir so viel Spaß mit euch gemacht. Mir ist es immer wichtig, dass wir es echt knackig halten, damit sich der ein oder andere vielleicht Lust hat, auch unser Video nochmal im Nachgang anzuschauen und uns zu kontaktieren, wenn Fragen sind. Also ich persönlich finde ja, dass jeder Tag der richtige Tag ist, um bei Partylight anzufangen. Und dass man bitte nicht ja, so eine tolle Idee kaputt denken soll, das Haar in der Suppe sucht, sondern dass man wirklich den Sprung ins kalte Wasser wagt und einfach schaut, wie Partylight ins eigene Leben passt. Ja. Von daher Nicht überlegen. ich Nicht so viel überlegen, einfach machen. genau, Ja. ja. Genau. Ich danke euch für eure Zeit, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wirklich bald dann live mal nochmal sehen, auf einem tollen Partylight-Event. Und das wäre wirklich ein ganz, ganz großer Wunsch von mir. Ich danke euch, dass ihr dabei Danke, dass wir wart. da sein durften. Und wir hören uns, ihr Lieben. Bis dann. Ein Tschüss. dickes Herz von mir. Tschüss. Tschüss.